In einer kleinen Hofschaft südlich der Ronsdorfer Talsperre scheinen die Uhren tatsächlich ein wenig anders zu gehen. Nichts deutet darauf hin, dass etwas die friedliche Stimmung in Haid stören könnte. Verschlafen liegen die Häuser in der weißen Winterlandschaft, aber die Bewohner sind hellwach. Und das schon seit fast zwei Jahrhunderten, schon früh morgens. Der Grund ist ganz einfach, kann ich Ihnen sagen. Es ist der absolute Hammer. Und der schlägt erbarmungslos zu. Bernd Schmidt ist verantwortlich dafür, dass die Wände hier im Örtchen wackeln. Herr Schmidt, wie ist denn da der Kontakt zu den Nachbarn? Ganz gut. Geht so. Doch. Regen die sich nicht auf? Nein, nicht. Das machen die nicht. Da haben wir einen guten Bekannten, der fragt schon mal, warum ich später angefangen hätte und hätten nicht geweckt wollen und so weiter. Ja, ja. So ist das hier auch mal. Sie schmieden hier Werkzeuge für die Holzbearbeitung. Wie sehen die einzelnen Arbeitsgänge aus, Herr Schmidt? Ja, dieser Stub, der wird gereckt. Dass was heißt das? Auf Länge kommt und dann wird er breit geschlagen, diesem Sehnes, und dann wird er hinterher hohl gemacht, je nachdem, wie der Kunde die Höhlung haben will. Die alte Esse ist durch einen Gasofen ersetzt. Wie sind denn die Arbeitsbedingungen bei 1000 Grad? Ja, im Sommer sehr heiß und im Winter ist es schön warm hier drin. Ja. Können wir ganz gut vertragen bei der Witterung. Ja. Der Kotten hier hat Museumscharakter. Wieso hat sich in 170 Jahren nichts geändert? Ja. War damals schon ziemlich perfekt und wie Sie sehen, ist halt auch noch perfekt und es läuft noch, geht alles noch. Sie liegen hier ja so direkt im Ausflugsgebiet auch, viele Leute kommen vorbei, was sagen die hier reingucken? Ja, die sind sehr interessiert und fragen auch, was hier hergestellt wird und ob sie mal fotografieren dürften. Ja, und da kamen auch mal ein paar Frauen hier runter, ältere Damen und der Riemen, der quietscht und dann machen sie die Tür auf. Und ob hier eine Schlachterei wäre, ob die Schweine geschlachtet würden hier, ja. Und das hört sich dann genau so an, also Schweine sind nicht geschlachtet worden, wobei das ein oder andere Mettbrötchen wurde hier sicherlich gegessen. Ja, sicher. War das eigentlich das Unternehmen immer in Familienbesitz? Immer im Familienbetrieb gewesen. Ich bin die vierte Generation und mein Sohn, der wird sehr wahrscheinlich die fünfte Generation übernehmen. Was die eine Generation mit den Händen aufgebaut hat, schmeißt die nächste mit dem Hintern wieder um, sagt der Volksmund. Trifft hier überhaupt nicht zu. Da vollendet Sohn Stefan das, was der Vater ihm geliefert hat. Was ist der erste Schritt hier in der Schleiferei? Hier wird gerade der Stich ausgeschliffen. Und dafür haben wir eine sogenannte Stichkarte, wo man den Stein genau danach ritzen muss, nach der Vorgabe des Kunden. Wenn die Beitel, Füße und Eisen, so heißen die, aus der Härterei kommen, dann beginnt hier in der Schleiferei die Feinarbeit. Wie aufwendig ist denn die Werkzeugherstellung insgesamt? Sehr aufwendig. Bei jedem Ball, den wir in die Hand nehmen, sind über 30 Arbeitsgänge nötig, auf 1 mm bis 80 mm und sehr aufwendig, ja. Wenn ich sehe, wie eng Sie an der Schleifscheibe mit Ihren Fingern sind, da kriege ich es mit der Angst zu tun. Passiert da nicht öfter was? Es kann schon mal sein und mein Vater sagt immer, es war überflüssiges Fleisch und das muss weg. Ein Werkzeug mit Symbolcharakter. Ich wünsche Ihnen, dass Sie möglichst viele Löffel verkaufen und den einen nicht abgeben, damit es hier in Haid noch lange weiter funkelt. Danke.